Ich hatte mein Leben lang panische Angst davor, seitdem ich wusste, dass es diese Operation gibt und dass diese in Frage käme. Ich bin Luisa und ich habe eine Narbe auf dem Rücken. Sie stammt von der größten OP meines bisherigen Lebens. Meine Narben haben schon immer für mich dazugehört. Ich wurde ja sehr schnell nach meiner Geburt operiert und diese Narben sind dann eben auch mit mir mitgewachsen und groß geworden. Von daher weiß ich gar nicht, wie es ist, ohne Narben zu leben. Ich wurde mit einem Gendefekt geboren, der verursacht eine neuromuskuläre Erkrankung. Bisher gibt es etwa 20 Betroffene weltweit. Dadurch musste ich sehr lang suchen und ja, musste bis zu meinem 22. Lebensjahr eben ohne Diagnose auskommen. Ja, es war natürlich schwierig, gerade weil meine Behinderung lange Zeit unsichtbar war. Es war natürlich schnell so, dass man ausgegrenzt wurde, dass es uncool war in der Schule dann irgendwie, wenn Schacken gespielt wurde oder im Sportunterricht. Ich einfach immer die Letzte war, die gewählt wurde für irgendwelche Mannschaftssportarten. Und ich muss sagen, es hat mich immer sehr eingeschüchtert, weil ich ja gar nicht wusste, warum. Weil ich einfach dachte, vielleicht bin ich so doof dafür, vielleicht ja, habe ich mich nicht hart genug angestrengt. Genau. Ab der dritten oder vierten Klasse war es wirklich immer schlimmer. Die Schule war eigentlich mein Erzfeind und ab der fünften Klasse habe ich sehr, sehr viele Anfeindungen täglich erfahren, habe massives Mobbing erlebt, auch körperlich und muss sagen, dass ja, das tatsächlich ein Trauma hervorgerufen hat, woran ich teilweise heute noch zu knabbern habe. Wenn man sich dann den Eltern zum Beispiel irgendwie anvertraut hat und die dann zur Lehrerin gegangen sind, dann wurde da oft nicht so damit umgegangen, wie man sich das gewünscht hätte. Sie sagen, du musst ja Verständnis dafür haben, dass sie dich ärgern, weil du bist halt anders. Heute nennt man das Victim Blaming, wo man auch eher den Schuldigen ja, beim Opfer gesehen hat. Dass meine Wirbelsäule gekrümmt war, wurde mir schon seit meiner frühesten Kindheit gesagt, aber dass ich das so richtig optisch selbst wahrgenommen habe, das war erst so, würde ich sagen, im Alter von 16. Und dafür habe ich mich schon irgendwann geschämt, spätestens als dann auch Begriffe kamen wie Quasimodo. Ich trug teilweise nur Schals und die Haare lang und offen darüber, damit man eben ja auf andere Dinge achtet und eben ja nicht auf den Rücken schaut. Wenn ich mich dann im Spiegel angeschaut habe, habe ich mich teilweise wirklich gehasst, weil ich ja den Anblick einfach nicht ertragen habe, wie ich von der Seite aussehe. Ich habe mich natürlich immer schlechter gefühlt. Mein Selbstwertgefühl fiel in den Keller. Das musste ich mir hart zurückerkämpfen, weil ich eine Zeit lang wirklich dachte, dass ich weniger wert bin, weil die Gesellschaft es einem als behinderten Menschen einfach oft auch so signalisiert. Wahrscheinlich lag es eben auch mit an der fehlenden Diagnose, dass viele Menschen da ja, sehr skeptisch darauf reagiert haben und mir ja, absprechen wollten, dass ich ja, gewisse Dinge nicht kann oder dass es mir auch mal nicht so gut gehen darf. Tatsächlich lag ich oft nachts im Bett, hatte starke Schmerzen, mir ging es nicht gut und ich dachte, ja, vielleicht sterbe ich auch irgendwann und weiß einfach nicht, woran. 2019 habe ich dann endlich meine Diagnose erhalten. Für viele Menschen ist es wahrscheinlich erstmal was Negatives, eine Diagnose zu erhalten. Für mich war es aber in dem Moment das Größte der Welt, weil ich schwarz auf weiß hatte, dass ich so sein darf, wie ich bin.
Das war für mich endlich eine Bestätigung, dass ich nicht spinne und dass alles so ist, wie es ist, dass ich nicht daran schuld bin. Meine Erkrankung ist ein sehr, sehr seltener Gendefekt. Der liegt auf dem PIE2-Gen. Und dieses Gen ist für die sogenannte Propriozeption verantwortlich. Das heißt, Menschen, die nicht davon betroffen sind, die eben ein intaktes Gen haben, wissen genau, wie ihre Gelenke gerade zueinander stehen. Also ob der Arm jetzt angewinkelt ist, wie die Beine stehen, wo die Arme sind, wenn sie sich bewegen. Und das weiß ich eben nicht. Also dieser Sinn ist bei mir vollständig ausgelöscht. Das heißt, wenn ich nichts sehe, wenn ich die Augen schließe, falle ich um und kann zum Beispiel jetzt gerade auch nicht sagen, ob ich meine Beine überschlagen habe oder nicht, wenn ich es eben nicht wüsste. Man weiß, woher diese ganzen Symptome kommen und man kann sie zuordnen, aber eine Therapie oder eine Heilung gibt es eben nicht. Als mein Rücken eben immer weiter in sich einsackte, hatte ich auch immer mehr Symptome. Ich bekam schlechter Luft, weil die Lunge eingeengt wurde. Mir wurde schwindelig, weil die Durchblutung immer wieder eingeschränkt wurde. Und es war irgendwann einfach untragbar. Und 2020 entschied ich mich dann für die größte Operation meines Lebens. Ich hatte mein Leben lang panische Angst davor, seitdem ich wusste, dass es diese Operation gibt. Und dennoch habe ich mich dafür entschieden, weil ich gemerkt habe, dass es keinen anderen Ausweg mehr gibt und dass ich entweder das jetzt probiere oder dass ich einfach irgendwann Dinge in meinem Leben, die ich sehr liebe, aufgeben hätten müssen und nur noch liegen müssen, was für meine Muskulatur eben dann auch die Hölle gewesen wäre. Eine Operation an der Wirbelsäule ist unfassbar komplex und risikoreich. Mein ganzer Rücken musste eben geöffnet werden und einige Teile meiner Wirbel mussten entfernt werden. Es wurden über 40 Metallteile eingesetzt und das Ganze wurde dann eben mit zwei Metallstangen quasi aufgerichtet, aber eben auch versteift. Und ich hatte natürlich auch wahnsinnig Angst, dass ich durch diese Versteifung einfach mehr eingeschränkt bin als mit dieser Krümmung. Da ich keinen Besuch bekommen konnte, war ich zu dem Zeitpunkt, wo ich das erste Mal das OP-Ergebnis sehen konnte, mit den Therapeutinnen allein im Raum. Und die haben dann fleißig Fotos eben von allen Seiten für mich gemacht. Und als ich die dann gesehen habe, war ich ganz allein im Raum und habe dann doch die eine oder andere Träne vergossen, weil ich gemerkt habe, dass es sich gelohnt hat und weil das Ergebnis auch besser war, als ich es mir vorgestellt hatte oder erhofft hatte. Es war auf jeden Fall ein ganz toller Moment für mich. Für mich sind alle meine Narben ein Zeichen dafür, was ich schon geschafft habe, was ich überlebt habe und was ich vielleicht auch eingegangen bin, um jetzt hier zu sein und mein Leben eben so zu leben, wie ich es tue. Es gibt Menschen, die mir Narbensalben empfohlen haben und alle möglichen Pflaster, damit man die Narbe eben bloß um Gottes Willen nicht sieht. Und da lege ich aber gar keinen Wert drauf. Die Krümmung ist jetzt so gut wie weg. Die Narbe akzeptiere ich dafür alle Male. Das heißt, diese ganze Operation hat mir eben sehr viel gebracht und hat mir Lebensqualität gegeben. Und deshalb werde ich sie auch nie verstecken wollen. Mittlerweile habe ich mich mit meiner Behinderung auseinandergesetzt. Ich identifiziere mich vollständig damit. Ich bin stolz darauf, so zu sein, wie ich bin. Und mittlerweile habe ich auch eingesehen, dass
das Problem nicht bei mir liegt, sondern bei den Menschen, die mich aufgrund meiner Behinderung diskriminieren. Deshalb gehe ich an die Öffentlichkeit und versuche, Menschen aufzuklären, aber auch behinderte Menschen einfach zu empowern, zu sich selbst zu stehen.